Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play again, Super Mario Land 2. War hier nicht irgendwo ein Bonuslevel? Ich glaube diesen Level und das haben wir irgendwie noch nicht gemacht oder so. Ah, das Level war's. Ich fange schon wieder gleich an zu singen, ich kann es nicht lassen. Bam! Flop. Oh, Maximilius, hallo. Hallo Münze, mehr nicht. Toll. Maximilius, mein Mauszeigerbild. Egal. Bla bla bla. I race all over the place and gonna find your face. Oh, Mann. So. Was ist los? Hallo. Ja, immer noch Super Mario 2. Und es wird sich. Es wird noch Wochenende hochgeladen. Das ist nun mal Let's Play again. Und es wird sich noch längere Zeit erstrecken, denke ich mal, weil das Spiel ist immer ein bisschen länger. Aber ich glaube, ich werde es jetzt in dieser Aufnahme durchspielen, oder? Es ist nur noch diese Section und dann ist das Schloss. Ich meine, das Schloss ist ja jetzt nicht viel. Also, ich meine, warum nicht? Ja, komm. Wow, das machen wir so. Warum mache ich das? Ich gehe doch jetzt ins Bonus-Level. So, einfach ganz schnell hier durch und ja, mein Gott. So, auch an den scheiß Viechern vorbei. Sind das Segel oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Und du bist tot. Dam, dam, dam. Ich konnte nicht springen. So. Ach ja, ich erinnere mich noch so doll an das Spiel, als ich es damals zum ersten Mal gespielt habe, mit 4 oder 3 Jahren oder wann auch immer. Und mein zweites Spiel war übrigens Tetris. Ich glaube schon, weil Tetris wurde damals mit jedem Gameboy verkauft. Das heißt, der Typ, von dem ich da den Gameboy, mit dem ich spielen durfte, bla, hatte und so weiter, der müsste auch Tetris gehabt haben. Ja, warum nicht? Ich meine, wäre er auch irgendwie unnormal, wenn nicht. Wow. Hallo, hi. Tschüss, hi. Hallo, hi. Döp. So, wo bin ich jetzt? Ah, hier. Okay. Rap, hier sind Spikes. Ach, das Bonus-Level kenne ich. Das ist cool. Gibt's hier ein Leben? Nee. Nicht, dass ich wüsste. So. Machen wir aus der W mal ein M. Bam. Bam. So, es muss natürlich ein M dastehen, nicht ein W. Blapp. Blapp. Und da war ein Leben drin. So, was gibt's dann hier? Blub, blub. Und fuck, daneben. Hä? Nochmal daneben, okay. Ah, was könnte das nur heißen? W beziehungsweise M, A. Was könnte das denn heißen? Mir fällt jetzt nichts ein. Was ist das mit dem A und das R dann auch noch, ne? Also, R, Mar oder Vari, Mari oder Vari. Also, keine Ahnung, was das heißen könnte. Wisst ihr es vielleicht? Ja gut, ich halte euch jetzt nicht für dumm, also lasse ich das jetzt mal lieber. Ja, was das heißen soll, ist klar, deswegen werde ich es jetzt auch gar nicht sagen. Und das ist ein O, das war knapp. Gewesen. Jetzt ist nämlich keins mehr da. Oh, ein L. Was könnte denn noch dahinter kommen? Ich meine, Mario ist jetzt schon klar, aber was könnte jetzt denn noch kommen? La, Lan? Lan? Elan? Willst du mich verarschen, Time Limit? Elan, sag ich dir. Warum soll ich die Münzen überhaupt ein? Oh, Land. Mario, Wario, Land. Oh, eine 2. Ja, ich verstehe es nicht, aber ich nehme das da. So. Dumm, ich habe die Karotte eingesammelt. Ich verstehe das Ende hier sowieso nicht. Warum? Zeugs. 2 Feuerblumen und eine Hasenohren-Dingens. Also, verstehe ich nicht warum, aber naja, egal. Rappap, hier ist ein Maximilius. Schade, ich dachte, ich könnte gedrückt halten einfach und dann schwimmt er automatisch nach oben, aber das ist nicht. Dem ist nicht so. Nein. Wow. Diesmal holen wir uns aber hier das Teil von wegen Feuerblume und so. Denn, wie wir es bis jetzt auch immer gemacht haben. Denn die holen wir uns dann später ab. Leute, sollte mein neuer PC da sein, was frühestens Weihnachten geschehen sein wird, wird es vielleicht unter Umständen ein Projekt geben, das möglicherweise manchen gefallen wird, manchen vielleicht nicht. Manche werden sich denken, oh mein Gott, ist der Abo geil. Und andere werden wiederum denken, ach du Scheiße. Und andere werden denken, oh yeah, und ach, egal. Ich habe mir Skyrim gekauft. Ich gebe es zu. Und wisst ihr was? Skyrim ist so ein Oberhammer-Spiel.
Es ist so genial. Ich finde das so geil. Ich hatte Fallout New Vegas. Aber das gefällt mir nicht. Ich muss ehrlich sein, das gefällt mir nicht. Und Skyrim ist im ähnlichen Stil, aber es gefällt mir tausendmal besser. Es ist so genial. Und es hat auf jeden Fall den, naja, den Hype verdient, wie ich finde. Ja, war schon so. Auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht wird es ein Let's Play davon geben, wenn mein neuer PC da ist. Vielleicht, ich sag's nochmal, vielleicht. Aber ich meine, ich habe eh schon 30.000 andere Projekte und das hier ist ja eigentlich mehr so ein Retro-Kanal. Aber wenn ich Skyrim spiele, dann laber ich irgendwie selber manchmal vor mich hin, obwohl ich nicht aufnehme. Das ist komisch, dass ich das nicht in anderen Let's Play-Projekten schaffe. Aber egal. What the? Oh mein Gott. Hier ist, wow, hier ist sogar kein Block drunter. Und hier ist ein Starman. Erinnert mich an den, wie heißt der Runman aus Super Meat Boy, beziehungsweise wie heißt das Spiel? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber ich kenne ihn nur aus Super Meat Boy. Bam, eine Glocke, was? Erste Hälfte? Okay. Ach, jetzt kommt es mit den Röhren, ne? Ja, oh. Das ist doof und ich weiß, die Röhrenreihenfolge, das heißt Reihenfolge, die ist nicht schwer. Aber es gibt einen Weg und ein Leben, um an ein Leben zu kommen. Ich meine, gut, wir haben E94, also von dem her ist das scheißegal, aber wir gehen mal hier lang. Einfach so. So, rein da. Und ist hier eine Feuerblume, von der ich nichts wissen will. Dann geht's hier hoch. Dann gibt's hier eine Münze. Okay. Und hier geht's rein. Dam, 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 dam. Stopp. Stop. Da, und das haben wir geschafft. Und hier runter und da, da, da. Ich muss fast aufstoßen, ey. Ich habe mein... Oh ja, das ist so schön. Ich habe jetzt meinen Arbeitsplatz hier neu eingerichtet und habe jetzt eine viel bessere Stellung mit dem Stuhl, mit dem Bildschirm und mit allem möglichen. Jetzt hört ihr kaum mehr was knarzen. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich noch mithört, ist das, Tröpfeln der Flüssigkeit der Heizung, weil die irgendwie nicht richtig funktioniert. Da muss halt irgendwie... vielleicht, keine Ahnung, das ist ja egal, ne? Also vielleicht ein Vermieter oder was anrufen. Aber egal, ich weiß nicht, ist dafür der Vermieter? Also normalerweise schon, dann müsste der Vermieter dafür verantwortlich sein. Aber egal, weiter geht's. Blop, 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 blop. So, jump, jump, au, 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 au. Hallo, Schwert. Schwert ist toll, ne? Und, ja, das war mir klar. Blop. Ja, die gehen nach oben und geschafft. Ah! Toll, drei Leben. Und Boss. Dop, 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 dop. Wir sind jetzt im Wal drin oder was? Okay. Ih, der hat aber einen großen Mund irgendwie. Na, 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 na. Ih, wir schwimmen in seinen... Was auch immer das sein soll. Igitt. Was soll das sein? Zähne? Wow, ich war gerade 2 Pixel in dem Schwert drin gestanden und habe trotzdem keinen Schaden genommen. Das fand ich nice. Ein Goomba! Was macht ein Goomba in deinem... Ach, ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht... Ach ja, hier bin ich ein paar Mal gestorben an Maximilius. Mr. Maximilius Deppus. Und ein Zeugs. Wir haben eh 999 Münzen, deswegen habe ich keinen Bock hier nach Münzen zu suchen. Denn warum sollte ich das denn... Ach, puh. Fuyre! Yes. Ja, ich lasse es mit dem Death sein. Also, schreibt weiterhin was von wegen Death Challenge. Ihr könnt immer noch euch was ausdenken und irgendwas gleich machen. Also, das verspreche ich euch. Ich werde irgendwas machen, was auch immer ihr sagt. Aber ich denke nicht, dass es zu einem Let's Play kommen wird. Ich meine, es ist immer noch so, Leute. Vergesst es nie. Auf einem Let's Play-Kanal, egal von welchem. Außer jemand, keine Ahnung, ist irgendwie... Naja, es gibt manche, die sind halt so. Aber ich bin der Einstellung, der Let's Player entscheidet das, was er zu spielen hat. Zuschauer können gerne Vorschläge geben, aber sie haben kein Entscheidungsrecht. Ich habe jetzt gerade, einfach mal die Regel von Alligator 1024 Kanal rausgenommen und euch gesagt, weil ich die auswendig kenne. Aber ich könnte die praktisch schon meinen Kanal übernehmen, denn ich bin derselben Meinung, dass der Let's Player zu entscheiden hat, was für ein Spiel er spielt und bla und... Naja, ist ja auch egal, wenn... Oh mein Gott. Wenn, also ich entscheide... Boah, es ist viel zu laut. Ich entscheide immer noch, was ich spielen will. Ihr könnt natürlich gerne Vorschläge geben, habe ich kein Problem damit. Ah.
Aber ich entscheide trotzdem, ob ich das spielen möchte oder nicht. Dumm. Einfach nur dumm. So, weiter. Dab, dab, da, 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 ba. Mario, würdest du... Bups, bups. Sehr schön. Dum, 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 dum. Blub, blub. Wo ist das Viechchen? Dum, dum, dum. Wir schwimmen in was auch immer. Ich will's gar nicht wissen. La 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 la. So, und warte, wir Wario's Schloss, und ist das nicht schön? Also wie gesagt, ihr könnt gerne Vorschläge machen von irgendwas Let's Play oder sowas. Und selbst wenn es hier... Also wie gesagt, das von Strafe her spielt das und das, Let's Player das und das. Ist okay, ist in Ordnung, aber ich meine... Ich hab's gesagt, wenn ich das nicht partout nicht tun möchte, dann werde ich das auch nicht machen. Und ich möchte auch dazu sagen, naja, irgendwas anderes halt, mein Gott. Ich mein, gut, der Jay hat auch gesagt, Spiele... Ach, puh, ich war bei deinem Kopf, verdammt. Spiele Scheiße Mario ist eigentlich genau das Gleiche, weil ihr ja auch damit verlangt, dass ich das und das Let's Playen soll. Aber das ist was anderes, weil das ist... Ich kenne Jay zwar jetzt nicht so richtig persönlich. Ich kenne ihn persönlicher als ihr, denke ich jetzt mal, aber, es ist zwar nicht so, dass ich ihn jemals schon getroffen hätte oder sowas im Real Life. Wer weiß, ob sowas irgendwas passiert. Ach, fu! Warum stell ich mich gerade so dumm an, ey? Habt ihr die Tode mitgezählt? Ey, ich hab keinen Bock mehr langsam. Habt ihr die Tode mitgezählt? Echt, ich kann mich kaum konzentrieren. Da will ich mal wieder richtig mal was erzählen und dann passiert nichts, ne? Ich denke mal nicht, dass das so schnell passieren wird, dass wir uns treffen, weil der Jay ja sehr, 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 sehr viel Wert auf Internet-Anonymität legt. Aber, wow, bam! Wow. La, 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 la. So, aber naja, ich kenne ihn wie gesagt persönlicher als ihr, denke ich jetzt mal. Und deswegen ist es eher was unter Freunden, wenn er sagt, spiel mal das und das und er einen Mario-Hack für mich macht, der asozial ist und so weiter. Mein Gott, dann macht er das halt und ich spiele ihn halt, weil er mich bittet, ihn zu spielen. Gut, das war eine Strafe, aber ich habe schon gesagt dazu, ey, ich habe dir schon gesagt, wenn wir nicht spielen, also gilt das als Strafe eh nicht. Also hat er was anderes gesagt und ja, ich meine, sowas ist kreativ, was er da gepostet hat, ne? Auch wenn er ein bisschen verrückt ist, weil 4 Cheeseburger, nee, aber trotzdem, es ist was Kreatives. Und lasst euch irgendwie was Kreatives, jetzt ist wieder viel zu laut, Kreativeres einfallen als nur spiele das und das Spiel. Ich meine, gut, es tut mir leid, wenn ich das irgendwie als Beleidigung vorkomme oder so. Das soll auch nicht beleidigend rüberkommen oder so. Aber ja, warum stirbst du nicht, verdammt? Ach, fuyu. Na? Na? Ich. Ach, es war schon. Okay. Münze, Münze. Wir haben es geschafft. Der Effekt ist cool. So, gehen wir noch ein letztes Mal in dieses Haus hier rein, dann machen wir noch ein letztes Mal das Random-Level. Einfach so, weil random. Und dann bla la la, so. Wow, wieder 20 up, und damit haben wir 999 und wir gehen noch... Nein, da will ich nie rein, auf keinen Fall. Wir gehen nochmal in das Random. Apropos, haben wir überall die Bonus-Level. Hier haben wir das Bonus-Level, das weiß ich. In der, Space Zone, weiß ich hundertprozentig, dass wir das Bonus-Level haben. Hier haben wir das Bonus-Level. Hier haben wir beide Bonus-Level. Hier gab es hier ein Bonus-Level. Hier gibt es gar keins. Naja, weiß ich jetzt. Gibt's da. Und das haben wir auf jeden Fall. Und hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte das Random-Level nochmal machen. Das ist der Nachteil an des Beaters. Super. So, Super Mario 2 hat so eine fantastische, schöne Musik, wie ich finde. Und... Crazy Toast geht crazy ab. Donkey Toast ist da und er verbrennt euch wieder alle, weil er hat seine Feuerbälle mitgebracht. So, bam, bam, bam. Gumbas töten, weil ich bin gerade in Tötungslaune. Moment. Cool. Okay. 82, 83, ey, wir hauen hier alles weg. Wir verbrennen alles und naja, es wäre schön, wenn die Gumbas irgendwie in Flammen aufgehen würden. Nicht so einfach düdüpp und umfallen, sondern in Flammen. Das ist so richtig leiden, dass sie so richtig verbrennen. Bam. Und bam. Wow.
Fail. Epic Failure. Bam. Bam. Und ja, super. Jetzt gehe ich als kleiner Mario da rein. Na super. Tausi, machst du super, echt. Ich hätte das Lied gerne noch genossen, aber okay, rein da. In das Hass-Level von... Nein, ich liebe es. Es ist echt ein geiles Level. Aber es ist hard as shit. Also es ist wirklich wow. Also das Spiel an sich ist jetzt nicht das schwerste Spiel jetzt aller Zeiten oder so. Das war dumm von mir. Das schwerste Spiel aller Zeiten, aber... trotzdem. Tut mir leid, wenn ihr hier manchmal nichts seht wegen flackernder Flammen oder so. Also, ich sage mal so. Wenn ich weniger als 10-mal im Schloss sterbe, dann bin ich gut. So. Aber ich werde garantiert 30-mal sterben. So. Also wenn ihr irgendwie Sprites nicht seht oder so, dann tut es mir leid, das liegt an der Framerate. Ich könnte Super Mario Land 2 eigentlich auch mit 30 FPS aufnehmen. Das ist nämlich kein Problem, weil das kann mein PC dann doch noch. Ich mache es trotzdem mit 60, weil ich das gewohnt bin, einfach mit 60 FPS aufzunehmen. Und deswegen mache ich das. Und ich denke mal, mit 30 würde es nicht flackern und dann würdet ihr auch alles sehen. Und dann, naja, aber egal. Na, na, die Musik in diesem Level ist auch geil. Na, la, 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 dumm. So, das war mein erster Tod. Der nächste. Da, einmal Pilzelchen. Da, da, da. Wow, war das knapp. Da, wow. Meine Kommentation besteht gerade nur aus Singen. Na 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 tut mir leid. Okay. Also was habe ich gesagt? Ich habe Skyrim erwähnt, ich habe mit Jay irgendwas erwähnt. Ach ja, wegen, weil sein kreativer Forscher. Vielleicht mache ich das. Mal gucken. Wenn ich nur 4 Euro hätte für die Cheeseburger, ne? Nee. Gut, die kriege ich dann doch noch zusammen. Nee, ich kann's machen. Okay, ja. Aber, naja, mal gucken. Ich suche mir einfach eine Strafe raus. Vielleicht mache ich auch 2. Aber wenn es so ist wie Let's Play bitte das und das Spiel, wie zum Beispiel 8x8, 8x8, tut mir leid, aber wenn du sagst jetzt zum Beispiel Let's Play bitte Yoshi's Island, dann kann ich machen. Das ist ein Vorschlag von dir. Geht in Ordnung und das ist auch so geil. Wenn man mit einem Spin-Jump in Feuer oder sowas springt, dann gibt es so einen Effekt, als würdest du einen Block zerstören. Also nicht ein Block aus Minecraft, sondern egal. Yoshi's Island ist in Ordnung. Ich kann es machen. Ich meine, es ist ein Vorschlag von dir. Es ist eines deiner Lieblingsspiele und so weiter, weil es eines deiner ersten Spiele ist. Verstehe ich vollkommen. Und naja, natürlich verstehe ich auch, dass es sich freuen würde, wenn ich das verdammt nochmal spielen würde. Aber naja, gut. Jetzt an sich sehe ich da kein Problem. Bei größeren Let's Playern wäre das natürlich schon ein Problem, weil dann würde dein Kommentar wahrscheinlich erstens untergehen und zweitens würde der Let's Player, naja. Ich persönlich würde das annehmen, weil der, aber bei größeren Let's Playern zum Beispiel wäre das Problem ja, wenn er das annehmen würde, also gut, ich Let's Player, das sind das Spiel, dann würden ja 30.000 andere Leute herkommen und sagen, ey, ich will, dass du das und das Spiel Let's Plays, weil... Von dem, der macht's ja auch, weil du machst ja auch das, weil er das gesagt hat. Ne? Also bei größeren Let's Playern gäbe es aber ein Problem. Bei mir jetzt eher weniger, weil ich habe nur 35 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls. Weil wieder einer weniger ist, weil keine Ahnung, Account gelöscht oder nee, weil dann bleibt's immer noch drin. Dann kann ich sowieso immer wieder, ach egal. Jedenfalls, warum auch immer, aber egal. Ist ja auch egal, darüber will ich auch gar nicht sprechen. Aber, nein, 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 oh, Mann. So, aber komm, such dir noch irgendwas Kreatives aus. Nicht nur das mit dem Let's Play. Wie gesagt, ich kann es auf meine Liste der vielleicht kommenden Projekte nochmal setzen. Ich weiß, es war glaube ich schon mal drauf, aber ich habe es wieder runter. Das liegt einfach an dem aus dem Grund, dass Yoshi's Island habe ich schon ziemlich oft gespielt. Ich kenne das Spiel. Außerdem, kennst du die DS-Version? Ich weiß nicht, ich habe Yoshi's Island DS. Ich habe das noch nie durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist wie auf dem Super Nintendo, aber es kommt der Version jedenfalls sehr, sehr nahe, abgesehen von besseren Grafiken. Ich bin schon wieder tot. Aber ich kann so viel sagen, dass ich... Nehme ich überhaupt mit Panax auf? Ich weiß gar nicht. Ich kann aber so viel sagen, dass mir das Spiel... Es ist ein gutes Spiel, das sage ich schon. Und es macht mir persönlich keinen Spaß. Yoshi's Island ist einfach nicht was, was mir... Yoshi's Island war nie so was, was mir so richtig viel gefallen hat. Ich weiß nicht warum. Es ist halt einfach so. Aber naja.
Ist halt so. Da kann man jetzt auch nicht viel dran ändern. Ich bin geschrumpft, ich Idiot. Aber gut. Vielleicht kommt es vielleicht auch nicht, aber komm, denk dir einfach noch irgendwas Kreatives aus und mal sehen. Zum Beispiel, wünscht dir irgendwas, was ich in Minecraft bauen soll oder so? Sag ich, soll ich machen Minecraft Hardcore Adventure oder so? Nee. Das wäre ja auch wieder wie ein Let's Play, aber ich habe das sowieso überlegt, dass ich eins mache oder so, ne? Habe ich das nicht schon gesagt? Ich glaube schon. Bam! Bam! Ich hab's geschafft. La 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 la. So, jetzt kommt diese Scheiße mit den Fäusten. Bam! Dann bam! Springen, damit ich nicht die Schaltflächen der Fäuste berühre. Denn ich kann euch mal... Ah, nee, kann ich jetzt nicht. Tut mir leid. Okay, das war's. Bam. Boah, bitte nicht sowas, ey. Sowas kotzt mich einfach nur an. So eine Scheiße hier mit punktgenauen Sprüngen. Ich hasse sowas. Ich hasse punktgenaue Sprünge. Ich hasse sie vom ganzen Herzen. Ist das denn der Wario da oben? Das mag er sein, nicht wahr? Okay, aber wir haben noch 93 Versuche, also kein Problem. Habt ihr schon gezählt? Naja, 99 hatte ich. Jetzt habe ich 93, also, wenn ich bei 99 bin, habe ich genau... Bei 89, wollte ich sagen, habe ich genau 10 Versuche... Okay, sagen wir mal, wenn ich unter 89 leben, also wenn ich über... Also, sollte ich mit 89 oder mehr leben, dieses Level schaffen, was ich nicht glaube, weil das sind immer nur noch 3, dann bin ich gut. Und... Oh, ab 88, naja, das ist, wenn ich wahrscheinlich mit 79 und mehr durchkomme, dann ist es wahrscheinlich auch noch gut, aber naja. Oh, dumm! Warum? Tosti, spring doch mal richtig. Puh, ich darf die Speed-Taste nicht so oft benutzen. Okay, wir haben 89. Leute, jetzt mal serious. Wir dürfen jetzt nicht mehr sterben. Taken wir das mal ganz serious und. Oh, und, sagen wir mal ganz normal und. Versuchen wir es ganz ruhig diesmal einfach. Diesmal laufen wir mal ruhig durch, okay? Agreed? Agreed. So, jetzt muss ich warten bis... Okay. Geschafft. Doing, doing. So, jetzt laufen wir mal hier ganz langsam durch. Mit 89 Leben. Hm, das wäre nicht schlecht, wenn ich das schaffen würde. Bam! Okay, ich weiß, dass mir da einer entgegenkommt. Wow, war das knapp. Das war vielleicht schon wieder ein bisschen zu hastig. Aber weine. Weine. Bam, 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 bam. Seht ihr, Mario ist so klein, er kann nicht mal die Treppen richten. Er kann nicht mal die Treppen hochlaufen. Er muss hier hochjumpen. Ich meine, hallo. Das Fenster ist so groß wie Mario. Nein, es ist sogar gar noch größer. Ich meine, hallo. Lalalala. Willst du mich verarschen? So. Und ja, gut, ich bin auf den Teil drauf. Mein Gott. Spring doch ab, Tosti. Hier schiebe ich die Schuld nicht auf mich, auf Mario, sondern auf mich. Denn wenn ich irgendwas falsch mache, dann ist es meine Schuld. Und das ist nicht die Schuld von Mario. Mario gebe ich keine Schuld. Aber Yoshi ist Island, ich weiß nicht, Yoshi ist einer meiner Favorite Video Game Characters. Aber Yoshi ist Island gefällt mir gar nicht. Ich weiß es nicht warum. Es tut mir leid, dass es mir nicht gefällt. Denn ich weiß, es gibt viele Fans von diesem Spiel, die das sehr mögen. Aber ich mag es halt nicht. Bam! Geschafft! Leute! Ich sag's euch, sollte ich schaffen jetzt, dann wäre das zu genial. Weil der nächste Raum, okay, der nächste Raum, er könnte problematisch werden. Aber es geht ein. Also das wäre jetzt zu genial. 89 Leben, wenn ich es jetzt schaffen würde, das wäre echt zu genial. So. Hier ist einfach nur Jumpen. Am besten nicht mit Rennen, denn das könnte problematisch werden. Fuck. War das jetzt knapp. So. Ach da, ja, einfach durchrennen. Bla la la la. So. Leute, ich glaube, ich schaff's und das wäre zu genial. Wenn ich jetzt schaffen würde, wenn ich jetzt mal besiegen würde, mit 89 Leben, weil ich es langsam gemacht habe, ja? Dann, Alter, das wäre so genial. Ich würde, glaube ich, ausrasten, das wäre so genial. Und ich meine, ich bin nahe dran, das hier sind nur noch die letzten Teile vom Boss und Wario itself, er geht. Er ist zwar der schwierigste Endboss vom ganzen Spiel, muss man sagen. Aber er geht eigentlich. Und hier bekommen wir nämlich nochmal eine Feuerblume. Ja. Yeah. Damit haben wir zwei. Wir sind bei Wario. Ich hab's mit 89. Wie gesagt, ich hab's gesagt. Mit 89 oder mehr. Dann bin ich gut. Ich meine, hallo? Wenn ich das jetzt schaffe.
Das wäre so genial. Ja. Ah, fuck. Und. Okay. Wie genial wäre das, Leute? Ihr glaubt gar nicht, wie genial das jetzt wäre. Warum hat Mario einen Thron? Ich meine, gut, es ist jetzt im Moment der Thron von Wario, aber das Schloss gehört ja eigentlich Mario. Warum hat Mario einen Thron? Fühlt er sich so toll? Das ist so geil jetzt. Bei Wario Self, wenn man das Bewegungsmuster ist einfach, aber naja. Bam. So, da haben wir ihn. Und komm. Ich schaff's, Leute. Ich. Nein! Dumm, einfach nur dumm. Und da kam noch mal ein Orgasmus, wie in meinem ersten Let's Play. Aber diesmal war er auch berechtigt, weil schaut mal auf meine Leben. Was habe ich gesagt, wenn ich mich jetzt an langsam anstelle? Also, wie geil war das denn? Oh yeah, ich hoffe, ich habe mich gemutet, das wäre jetzt Epic Fail. Habt ihr es gehört? Was habe ich gesagt? Wenn ich mit 89 oder mehr durchkomme, bin ich gut. Und dann mit 89 Leben, was sag ich? Komm, 89, jetzt machen wir es mal langsam. Und ich mach's langsam und ich schaff's durch. Das M sieht scheiße aus. End! Die Endmusik, die Crysis-Musik ist saugenial. Thank you, Mario. Your quest is over. Also, dankeschön, Mario, deine... Ach, egal. Ich meine, Übersetzung. Ich meine, hallo... Kann jeder übersetzen. Ja, Mario mit Onkel Toast, wie er einen Gumba verbrennt. Mario Land 2 Stuff. Ba-ba-bam. Director Hiroji Kiyotake. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hab Super Mario Land 2 durch. La-l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 a. Ich kann nicht gescheit reimen. Ich kann nicht mal Texte singen oder Texte schreiben. Ich kann nicht gescheit singen. Na, 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 na. So, okay, gut, das Spiel. Super Mario 2 ist awesome. Falls ihr Gameboy habt, irgendwie rumliegen und noch. Und ihr findet es mal bei dem Flohmarkt oder so. Oder GameStop unter den. Beim GameStop gibt es ja meistens so, gebrauchte Spiele. Solltet ihr es da finden, holt es euch einfach. Ich meine, teuer wird es bestimmt nicht sein. Beim Flohmarkt vielleicht für 2 Euro oder so. Ich weiß, dass ich damals Super Mario 2 für 2 Euro verkauft habe. Auf dem Flohmarkt, auf dem Schulflohmarkt war das sogar. Das weiß ich sogar. Oder wie es in Nürnberg heißt, der Dreimalersmarkt. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hab's gemacht. Yay. Und, naja, damals. Wisst ihr noch, damals als kleine Kinder, da wollte ich immer, yay, yeah, aber das hat viel bessere Grafik und das sieht einfach scheiße aus. Ne? Und das ist viel bessere Technik und alles. Naja, gut. Aber das Spiel ist so schön, so toll. Ich weiß sogar noch, wer sich im Besitz des Spiels findet. Denn der Käufer war ein guter Freund von mir. Ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, aber warum erzähle ich das jetzt überhaupt? Testing Player. Hallo, Leute. Tolles Spiel für Game Boy, awesome Graphics für Game Boy, super Musik, wobei Game Boy allgemein schöne Musik hat. Hat keine Story das Spiel, ich meine hier, ja, habe ich erklärt, was die Story war im Endeffekt, aber who cares about Story? Das Spiel ist aber sehr episch und sehr schön und ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Ein tolles Spiel. Solltet ihr es irgendwann finden und ihr habt einen Gameboy, kauft euch. Naja. Was kann ich noch sonst erzählen? Es war so genial. Was habe ich noch? Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. So, 89, jetzt mache ich langsam und dann schaffe ich's. Ich glaub's nicht, ey. Das fand ich so genial. Nintendo. Was für eine tolle Firma. Marlin 2 Nintendo, das ist der Endscreen. Da wird sich jetzt nichts mehr verändern, außer die Pfade, die da oben in der billigen Animation sich im Wind flackert. Und Wario macht einen Daumen nach oben und das heißt nicht, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben geben sollt, denn das macht's, wenn ihr wollt und wenn nicht, dann
macht von mir aus Daumen nach unten, das ist mir auch scheißegal. Aber ihr könnt. Seht ihr, ich habe noch im. Was habe ich gesagt? Bei wo war's? Amnesia? Ja, wenn das hier hochgeladen ist, ist Amnesia vorbei. Was habe ich gesagt? Ihr könnt, wenn ihr wollt, Feedback oder Kommentar schreiben. Und ich weiß, wie ich mich noch früher beschwert habe. Warum das überhaupt anmerken? Wenn ich das machen möchte, dann mache ich das schon. Da brauchst du mir das nicht sagen. Und selber habe ich es gemacht. Ich habe selber gesagt, ihr könnt einen Kommentar schreiben. Ah, egal, mein Gott. Damit möchte ich nur die motivieren, die sonst nie einen Kommentar schreiben, weil. Nicht, dass ihr jetzt Kommentare schreiben sollt, weil das soll man nicht machen. Man sollte nicht nach Kommentaren betteln. Das ist nämlich, das kommt schlecht, aber ich, das Video turned out zu lange, deswegen sage ich einfach, das war's! Tut mir leid für den Handclapping. Für Let's Play Again. Und damit ist das Let's Play Again Projekt abgeschlossen. Es wird keins mehr kommen. Let's Play Again Super Mario Land. Mario Land 2. Mein erstes Videospiel ever und eins meiner greatest Lieblingsspiele mit super Musik. La 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 la. Das war's, euer Toasty 534. Ciao!